Herzlich willkommen hier am Pfingstmontag auf dem Katzenstein bei wunderschönem Wetter. Ich finde es ganz toll, dass ihr hier hergekommen seid, dass ihr hergefunden habt. Und jetzt wollen wir erstmal beten. Ja, Vati, ich möchte dir danken für diesen wunderbaren Morgen, für diesen tollen Tag, dass wir heute nochmal frei haben, dass du diese ganzen Menschen hierher begleitet hast, dass wir heute einfach einen Tag für dich verbringen können, dass wir diesen Tag beginnen können mit deinem Wort. Unser Thema ist, wo treffe ich Gott, wo treffe ich dich? Und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Herzen öffnest und wir neu erkennen können, wo wir dich treffen und auch gleichzeitig all unseren anderen Mitmenschen im Mittelpunkt begegnen können. Ich möchte dir danken für all die wichtigen Leute, die jetzt hier gewesen sind, die das vorbereitet haben. Ich möchte dich bitten, dass du einfach ganz viel Segen legst auf die Technik, auf die Mitarbeiter und alles, wer im Hintergrund noch mitgeholfen hast. Und möchte ich einfach bitten, dass wir hier eine gesegnete Zeit haben. Amen. Unser Thema ist Gott, wo treffe ich dich? Und ihr habt es heute alle schon mal geschafft, euch hier pünktlich zu treffen. Und wie wir das so kennen, es ist nicht immer so einfach, sich mit jemandem zu treffen. Da hat man mal den falschen Zeitpunkt oder mal den falschen Treffpunkt. Ich hatte mal Freunde, die wollten mich in Marienberg besuchen kommen und die waren in Marienburg. Das hat dann nicht geklappt. Das war ein bisschen großer Unterschied mit diesem einen Buchstaben. Und ich denke, so geht es uns manchmal. Wir verpassen Möglichkeiten, andere zu treffen. Vielleicht, weil wir in unserem eigenen Stress sind oder weil es einfach nicht passt. Es gibt da tausend verschiedene Sachen. Und ich denke, wir können uns heute noch mal ganz neu darauf fokussieren, dass wir anderen Menschen begegnen, dass wir sie da treffen, wo wir sind. Denn wir wollen, dass andere uns mit unfassbarer Liebe begegnen, auch wenn wir gestresst sind. Und vielleicht sollten wir heute noch mal neu den Blick darauf lenken, dass wir auch anderen Menschen mit dieser Liebe begegnen können. Und wer wird uns heute mehr dazu erzählen? Unser Prediger wird kurz nach vorne kommen und sich ein bisschen vorstellen, damit wir ihn alle besser kennenlernen können. Schönen guten Morgen. Morgen. Danke, dass du hier bist. Wie heißt du denn? Volker Gebhardt. Und was machst du so, wenn du nicht gerade hier Montag früh bist? Also ich bin Berufsredner und erzähle in den Kirchen hier Kühnheide und Pobershau von Gott. Und sonst bin ich gern unterwegs hier und genieße die herrliche Natur. Was sind denn so drei wichtige Treffpunkte in deinem Leben bisher?
Also ein Treffpunkt war in Berlin, Schmargendorf, in einem Zimmer von einer Kirchgemeinde. Und eines Abends las eine Mitarbeiterin eine Predigt von Theo Lehmann vor. Also Berlin-Schmargendorf liegt in West-Berlin. Da bin ich bisher. Und bei dieser Predigt hat es mich wirklich berührt und sagt, Jesus, dich möchte ich kennenlernen. Das ist ein ganz wichtiger Ort für mich. Der zweite Ort ist, fahre sehr gern mit dem Zug. Es ist einfach schön sitzen, sich entspannen, die Landschaft so lang fließen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass die wunderschöne Bahnlinie Pockau, die vielen Brücken im Marienberg, dass sie wieder richtig in Gang kommt und der Herr Dulich seine Ankündigung wahrmacht, diese Bahn wieder mit Leben zu erwecken. Das klingt doch super. Kennst oder gibt es jemanden, den du mal treffen magst? Ja, schon gern den Bruder Papst. Einfach zu hören, erleben, wie er mit dem ganzen Druck umgeht und wie er das mit Jesus und dem Heiligen Geist, dem Vater, bewältigt, die über 1 Milliarde Christen zu leiten und sonst so Dinge zu sagen von Gott. Und wo triffst du dich so gern? Entweder mit anderen Leuten oder einfach so? Ja, einfach hier auf dem Katzenstein. Da drüben ist eine tolle Kneipe, ist der Werbeblock jetzt, wo ich auch gerne bin. Gutes Essen kann man echt empfehlen. Okay, na dann wissen wir schon ganz viel. Und jetzt die letzte wichtige Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Oh, das weiß ich ja nicht. Damit wir jetzt drüber nachdenken können, kommt jetzt der Anbetungsteil von der Band.
singe ein neues Lied in meinen Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewegst dein Lob in mir. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Lesen. Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berge gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Thank you.
Gott, wo treffe ich dich? Was für eine Frage. Kann man Gott treffen, wie man sich an der Bushaltestelle hier unten bei der Silberscheune zum Beispiel trifft oder in der Schule oder in einem Café? Kann es einen Ort geben, wo man einfach so sagt, hallo Gott, ich bin jetzt hergekommen, setz dich bitte mal auf den netten Stuhl hier und wir haben mal ein bisschen Smalltalk, wir reden mal ein bisschen miteinander. Das klingt alles ziemlich absurd. Was tut man heute, wenn man eine schwierige Frage hat? Was machen Sie, wenn Sie eine knobelige, verzwickte Frage beantwortet bekommen wollen? Was tat ich? Ich habe KI befragt, die künstliche Intelligenz, kann man ja heute relativ leicht anzapfen. Und auf diese Frage, Gott, wo treffe ich dich, kam folgende Antwort. Die Frage, ich zitiere, Gott, wo treffe ich dich, ist eine philosophische und theologische Frage, die seit Jahrhunderten von Menschen gestellt wird. Interessant. Seit Jahrhunderten, eigentlich seit Jahrtausenden, solange Menschen auf diesem Planeten existieren, ist die Frage im Raum, ja Gott, wo treffe ich dich? Philosophen, heißt jemand von Ihnen Sophie? Philosophie? Eine Sophie unter uns? Nein, das Sophie heißt die Weisheit. Philos ist der Freund, also die klugen Leute suchen eine Antwort auf die Frage und die Theologen, das sind die Gottgelehrten, also Menschen, die über Gott nachdenken, die stellen sich, sagt KI, diese Frage. Weiter wusste KI auf diese Frage zu antworten, Zitat, es ist wichtig zu beachten, dass die Antwort auf diese Frage von individuellen Glaubensvorstellungen und Überzeugungen abhängt. Das heißt, auf diese Frage, wo ich Gott treffen kann, gibt es nicht nur eine, sondern viele Antworten. Es ist eine sehr, sehr persönliche Frage. Wäre schön, natürlich reinzugehen und sagen, hallo Herr Meier oder Frau Schulze oder Herr Köhler, wo treffen Sie denn Gott? Schon mal getroffen? Eine sehr persönliche Frage. Mancher denkt, ich finde Gott in der Kirche oder in der Gemeinschaftsstunde. Ein anderer sagt, nee, also ich denke, Gott ist in der Natur. Wenn ich das wunderbare Schwarzwassertal langlaufe, das ist schön, dieser Nonnenfelsen, ist richtig? Wenn ich sage, hier, danke, ihr seid gut. Und was wäre ich ohne euch? Da treffe ich Gott. Das ist großartig, diese Felsmassive. Wenn ich hier hingehe und gucke von oben vom Katzenstein in dieses Tal, da läuft mir kalt den Rücken runter. Es ist so schön hier. Dritter sagt, ich finde Gott im Internet, bei Facebook oder irgendwo anders. Da kann ich Gott treffen. Und da hat KI nicht ganz Unrecht, tatsächlich, du hast deine ganz persönliche Art und Weise, wie du Gott begegnest, wo du ihn triffst, dass bei uns allen ein klein bisschen anders. Ich möchte KI noch einmal zitieren, letzte Mal, dort heißt es, Zitat,
In vielen Religionen wird gelehrt, dass Gott allgegenwärtig ist und daher überall präsent ist. Wow. Wenn das stimmt, dann ist ja ganz leicht. Dann ist Gott ja einfach überall zu finden, oder? Präsent überall ist er zu finden. Im Himmel, auf der Erde, egal wo. Es ist letztlich egal, wo ich ihn suche. Ich finde ihn überall. Aber noch eine vierte Antwort, die fand ich sehr interessant. Nochmal KI. Ein anderer Ansatz zur Beantwortung der Frage ist, dass Gott nicht so sehr an einem bestimmten Ort zu finden ist, sondern, was sehr, sehr viele sagen heute, in meinem eigenen Inneren. Da treffe ich Gott. In meinen Gefühlen, in meinem Herzen. Ich muss nicht nach außen schauen, sondern nach innen, zu mir. Tatsächlich der genialste Theologe des 19. Jahrhunderts, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, hat gesagt, Religion, Zitat, ist Sinn und Geschmack für das Unendliche. Ein Sinn, ein Gefühl, ein Geschmack für die Unendlichkeit, für das Universum, für die Weiten. Und tatsächlich, so ging es mir auch, bevor ich Christ war, dachte ich, es muss irgendwie ein höheres Wesen geben. Also irgendwas ist da. Was es genau ist, bin Berliner, weiß ich nicht, aber gebürtiger Berliner. Aber irgendwo wird Gott ja sein. Irgendwas wird da sein. Was sagen die Menschen denn, wo sie Gott finden können, wo sie Gott begegnen können? 2021 gab es eine repräsentative Umfrage. Da sagten in Deutschland 38% der Menschen, höre und staune, ich bin gläubig. Egal, ob ich Christ oder Muslim oder Jude bin. Wurde noch genauer gefragt, was das bedeutet. Und nur 21% der Deutschen haben gesagt, ich habe noch nie gebetet, nur ein Fünftel. Relativ wenige Menschen. Und positiv sagten 42%, ich habe gebetet, und zwar bei einer Beerdigung. Puh, da habe ich gebetet. Dann sagten 37%, ich habe schon mal für einen Menschen, für einen Freund gebetet in der Not. Und 30% sagten, ich habe gebetet bei einem großen Moment der Dankbarkeit, des Glücks, vielleicht bei der Geburt eines Kindes. Also die Frage ist, wenn ich nach Gott frage, wo ich ihn treffe, ist auch die Frage, wann treffe ich ihn? Offensichtlich in Grenzsituationen, in großem Leid, großer Trauer, aber auch im Moment sagt, ich muss, hier ist ein Kind geboren, das ist so ein wunderbares Baby. Ich möchte irgendwo Danke sagen. Es ist so was Spezielles. Also die Geburten unserer Kinder waren für mich, wir haben drei Kinder, einzigartig. Plötzlich ist ein Mensch da. Das ist gewaltig. Gott, wo treffe ich dich? Wenn man so viele Antworten sich anhört, denkt man, na also, nichts Genaues weiß man nicht. Stimmt's? Nichts Genaues weiß man nicht. Aber wie viele hier unter uns in Katzenstein, sage ich, das stimmt nicht. Ich habe Gott heute Morgen getroffen. Heute Morgen habe ich ein persönliches Gespräch mit ihm geführt. Und viele würden sagen, ja, ich auch. Denn viele von uns lesen in der Bibel und finden in den Geschichten der Bibel, finden sie Gott. Da möchte ich mit Ihnen eine Geschichte, ein Stück bedenken, wo es darum geht, wie ein Mensch tatsächlich Gott getroffen hat. Und diese Gottesbegegnung dem Herrn des ganzen Universums,
der die Galaxien erschaffen hat, beginnt völlig unspektakulär. Das beginnt beim Getränkehandel um die Ecke oder an einem der Buden, schön, dass ihr da seid, dass ihr nachher was trinken könnt, an einer Getränkenbox, an einem Getränkeshop, an einer Bude, würden wir heute sagen. Wir müssen ein bisschen zurückspielen, die Begegnung ist vor 2000 Jahren geschehen. Es gab damals diese schönen Buden noch nicht mit Licht und mit so einer Zapfsäule, das Glas und Kühlschrank, wunderbar. Sondern damals war das so, man trank an einem Brunnen. Da gab es Wasser. Und an diesem Brunnen sitzt ein Mann, der heißt Jesus. Es ist Mittagszeit, also noch ein bisschen später als jetzt. Es ist knallheiß. Der Mann ruht sich aus, Jesus. Er ist lang gewandert. Er möchte ein bisschen sich entspannen. Und in der knallsten Mittagssonne erscheint eine Frau auf der Bildfläche und geht zum Brunnen. Wir ahnen schon, da stimmt was nicht. Ich gehe doch nicht dann zum Brunnen, wenn es total heiß ist. Das ist ja furchtbar unangenehm. Das ist ja nicht schön. Was tut Jesus? Also Jesus sitzt da und da kommt die Frau. Jesus spricht sie an. Mitten im Getränkehandel. Mitten im Alltagsleben. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du hier sitzt, im Katzenstall irgendwie reingeschneit und was gehört, gelesen, in der freien Presse oder im Amtsblatt, im Herzog. Klingt ja cool, kann nichts schaden, mal hier auf den Katzenstall zu kommen. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges, was los. Und dass du plötzlich merkst, wer du sitzt bei diesem Gottesdienst, da spricht mich jemand an. Ach so. Da kommt etwas auf mein Leben zu. Ich merke, ich bin berührt. Was es genau ist, weiß ich nicht. Das Herz fängt an zu schlagen. Da ist etwas. Ich kann dir nicht ausweichen. Jesus spricht diese Frau an, völlig unvermittelt, völlig unverhofft. Und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Ich nehme es vorweg, zu diesem Zeitpunkt weiß diese Frau nicht, wer da vor ihr sitzt. Am Brunnen sitzt nicht nur irgendein Mensch, da sitzt der Messias, auf Griechisch der Christus, das heißt der Gesalbte, bei der Krönung von Prinz Charles zu König Charles III. Wurde in der Kirche eine Abdeckung, wurde er mit geweihtem Öl gesalbt. Der König Charles wurde gesalbt als Zeichen der Berührung von Gott, der Kraftausrüstung. Das ist der Messias. Das ist der, auf den die Juden bis heute warten. Die wissen aus dem Alten Testament, da kommt jemand. Wir Christen glauben, er ist schon gekommen zu Weihnachten, ist gekreuzigt und auferstanden. Und für die Juden ist klar, vom Jesaja-Buch ist klar, der Messias ist Gott. El heißt im Hebräischen. Gott hält, Jesaja nachzulesen. Da sitzt also Gott am Brunnen. Ist unglaublich, ne? Aber es war. Da sitzt Gott am Brunnen. Die Frau weiß es aber nicht. Und dieser Gott spricht sie an. Er bittet sie um etwas. Ich habe Durst. Kann man das sich denken? Der allmächtige Gott, der ihm nichts fehlt, hat Durst. Wow. Gott macht sich so klein, dass wir ihn treffen können. Er bittet diese Frau, um was zu trinken. Er war nämlich müde, es war heiß. Jesus war völliger Mensch. Aber es geht Jesus letztlich nicht um den Durst nach Wasser, sondern er hat einen Durst, eine Sehnsucht, dieser Frau zu begegnen. Und die Frage, Gott, wo treffe ich dich, dreht sich hier um plötzlich. Gott fragt dich nämlich, wo treffe ich denn dich? Wie kann ich dich denn berühren?
Bist du wirklich jetzt hier auf dem Katzenstein oder schon morgen im Büro wieder? Oder in der Bäckerei, wo immer du arbeitest? Gott fragt dich, wo bist du? Das ist die Frage aus der Schöpfungsgeschichte. Adam, wo bist du? Und diese Frau ist völlig überrascht. Wie kommt denn dieser Mann dazu, mich hier anzusprechen? Wir müssen wissen, diese Frau wohnt an einer ganz speziellen Stelle von Israel in Samarien. Und die Samariter wollten mit den Juden, Jesus war Jude, ist Jude, überhaupt gar nichts zu tun haben. Und es kann nicht sein, dass ein Jude mich als Frau dazu noch anspricht. So ungefähr so ähnlich wie die Fans vom CFC, kennen Sie, treffen Erzgebirgs-Aue-Leute. Sollte man vermeiden. Stimmt's? Das geht meist nicht so sehr gut aus. Schlimmer noch ist, glaube ich, Dresden und Aue, habe ich auch gehört. Also so kann man sich vorstellen, noch viel schlimmer. Die einen, die anderen wollen sich lieber nicht sehen. Na, das sind Welten, die Juden, Samariter, das sind Welten. Und Jesus spricht sie trotzdem an. Ist für dich sehr ermutigend. Du denkst vielleicht, nee, also Gott, nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder du sagst, ich habe Gott mal gekannt irgendwie, aber da hat sich so viel angestaut. Das dicke Mauern zu Gott ist wie verschlossen, der Himmel. Wir lernen hier, Jesus durchbricht die dicksten Mauern. Er kriegt das hin, heute Morgen mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich bitte dich, lass es zu. Lass Jesus mal mit dir ins Gespräch kommen. Und Jesus ist hartnäckig. Er lässt sich nicht abwimmeln von dieser Frau, dieser Jude, Samariter, die Juden nicht, sondern er bleibt am Ball. Jesus bleibt am Ball bei uns. Und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Merkt ihr? Jesus wirbt um das Herz dieser merkwürdigen Frau in der Mittagshitze. Er sagt, es gibt für dich ja einen Ort, wo dein Durst gelöscht wird. Jesus spricht sie auf ihre Sehnsucht an. Und eben die Sehnsucht ist das, was dich am meisten zu Gott hinzieht. Wenn du nicht dich so zugeschüttet hast, deine Seele so voll ist, dass du das gar nicht mehr spürst, dass da ein Mangel ist, eine Sehnsucht ist, knüpft Gott an der Stelle bei dir an. Wonach sehnst du dich? Was ist dein tiefster Wunsch? Ich denke, viele würden sagen, dass dieser furchtbare Krieg ein Ende hat. Das ist mich brandgefährlich. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche fürchten, dass der dritte Weltkrieg vor der Tür steht. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz unrealistisch ist es leider nicht. Das ist Eskalation. Wir merken, die Welt ist im Krisenmodus. Erst Corona, dann dieser Krieg und die Umweltkatastrophe. Eine Krise jagt die nächste. Das ist immer dramatischer. Und da ist vielleicht die Sehnsucht bei dir da, bei mir auch. Ich suche in dem ganzen Chaos Geborgenheit. Suche einen Schutzraum für mich und meine Familie. Ich suche Frieden. Frage ist, kannst du dir vorstellen, dass Jesus genau diese Sehnsucht in deinem Herzen anspricht und dich stillen möchte, dich berühren möchte? Wir feiern Pfingsten. Pfingsten heißt, Gott kommt in dein Leben hinein. Durch den Heiligen Geist, hat die Band wunderbar schon gespielt, ist Gott in deinem Leben ganz persönlich gegenwärtig und der Geist will wie lebendiges Wasser, wie frisches Wasser, wie Quellwasser in dein Leben hineinfließen. Unsere wunderbare Band, ich bin wirklich begeistert von euch, wie ihr spielt.
habe Tränenaugen gehabt. Heiliger Geist, wirk unter uns. Das ist so klasse. So schön. Die Band wird jetzt gleich, kommt da bitte schon mal nach vorne langsam, mal taktisch spielen. Werdet ihr unschwer erkennen, oder einer von euch, wir werden das Wasser plätschern hören so ein bisschen. Ja? Da fließt etwas und vielleicht in dieser Zeit, wo die Band oder die beiden spielt, möchte ich euch ermutigen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wo ist denn das Sehnsucht nach Lebendigkeit, nach frischem Wasser? Und vielleicht, dass du auch Gott fragst, gibt es dich überhaupt? Und wenn es dich doch vielleicht gibt oder immer noch für mich da bist, dann sprich mit mir. Vielleicht kannst du dich nachher beim Würstchen, beim Bier mal austauschen. Wie war die Zeit für dich? Klappe halten, einfach mal in mich hineinhören, den Geist bitten, Gott bitten, dass er zu mir redet. Lass uns Zeit haben, wo wir offen sind für Gottes Begegnung, ganz persönlich. Die Geschichte geht noch weiter. Die Frau ist von diesem Mann berührt, von dem, was er sagt. Und sie sagt, Jesus, den Namen kennst du noch nicht, gib mir zu trinken von diesem lebendigen Wasser. Wir würden jetzt denken, Jesus sagt, jetzt hat sie es wirklich kapiert, jetzt kann sie aus dem Vollen schöpfen. Ja, komm doch zu mir, liebe Frau, ich schenke dir das Wasser. Erstaunlicherweise tut Jesus das nicht. Erstaunlich. Sondern er sagt völlig unvermittelt, er wechselt offenbar das Thema total. Er sagt, geh hin, ruf deinen Mann und dann komm wieder. Wie bitte? Wenn wir Gott treffen wollen, dann können Dinge passieren, die sind völlig unerwartet. Denn mit dieser Aufforderung trifft Jesus bei der Frau ins Schwarze. Denn diese Frau lebt in einem absoluten Beziehungschaos. 5 Männer hat sie gehabt und nun lebt sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht einmal verheiratet ist. Das heißt, die Frau ist in einen massiven Konflikt mit dem 6. Gebot geraten, du sollst nicht Ehe brechen. Und das ist der Grund,
warum diese Frau mittags in der glühenden Sonne zu dem Brunnen kommt. Sie ist mich geächtet wegen ihrer Unmoral im Dorf oder in der Stadt. Sie ist isoliert. Furchtbar, ne? Wenn nicht alle Meiden weggucken. Im Dorf ist es ja nochmal anders. Man kennt sich ja. Ganz schlimm. Ich bin draußen. Das ist ihre tiefste Not. Und dieses Chaos in ihrem Leben ist eine Mauer zu den anderen Menschen und auch zu Gott. Vielleicht hast du in dem Augenblick gemerkt, worüber Gott mit dir gerade reden möchte, was sein Thema für dich ist. Und genau das will Jesus aus dem Weg räumen. Und es ist grandios, die Frau sagt nicht, hey, guter Mann am Brunnen, jetzt ist Schluss. Das geht dich überhaupt gar nicht an. Das ist mein Privatleben. Wiedersehen, tschüss, das war's jetzt. Diese Frau hat die Demut zu sagen, ach nee, wow. Dieser Mann hat mich an, nimmt mich an, obwohl er mich durchschaut hat, obwohl er meine Abgründe kennt, ist er offen und herzlich zu mir. Der versteht mich. So kommt sie immer mehr auf die Spur, wo sie Gott treffen kann. Sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Prophet ist jemand, der den Heiligen Geist empfangen hat, der in das Leben eines Menschen hineinschaut, in Situationen hineinschaut und den Durchblick hat und sagt, was da passiert. So ahnt diese Frau, hier bin ich endlich mal richtig. Hier ist der Ort, wo ich immer schon sein wollte, wo ich Gott begegnen kann und Menschen neue Beziehungen gestalten kann. Jetzt sagt sie, ich möchte zu Jesus, wenn du es wirklich ist, wenn du Prophet bist, da hat sie noch mehr Fragen. Und sagt, ja, wo kann ich denn nun Gott treffen? Jesus sagt zu ihr, Johannes 4, übrigens die Stelle, Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 24, sagt Jesus, eine ganz tiefe Aussage, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Jesus gibt der KI recht. Es kommt nicht so sehr darauf an, wo ich Gott begegne, sondern wie. Und im Geist, sagt Jesus, und in der Wahrheit. Geist, lebendige Begegnung. Das ist die Wahrheit meines Lebens. Wenn du angehst, Gott ist fern von mir, sei bitte ehrlich vor ihm und bring genau das vor ihn, wo du genau merkst, das ist Mist. Das trennt mich von Gott. Und auch wenn wir 10, 20, 30, 40 Jahre Christen sind, viele von uns sind sehr lange Christen, kann es sein, dass plötzlich Jesus sagt, da hast du nie hingeschaut. Guck dir bitte das einmal an und bring es ans Licht. Und ihr Lieben, Jesus will dir gerne verzeihen. Egal, was für ein Gebot du wie gebrochen hast, Jesus verzeiht dir so gerne. Und die andere Wahrheit ist die Wahrheit Gottes. Die Frau ahnt immer mehr, an diesem Brunnen treffe ich Gott. Jesus könnte oder ist es sogar der Messias, der Retter, der alles ins Lot bringt. Und genau hier treffe ich ihn. Ich möchte dich ermutigen, ganz konkret mit Jesus zu sprechen. Jesus, Messias, egal wie ihr den nennt, egal nicht, sondern Sohn Gottes, ich möchte dir neu begegnen. Nimm weg aus meinem Leben, was zerstört. Befreie mich von der Isolation. Ich bin so furchtbar einsam. Begegne mir. Und wunderbarerweise, dieser Ort, wo sie Gott getroffen hat, wird für sie zum Anfang eines völlig neuen Lebens. Was passiert mit der Frau? Sie verlässt ihre Isolation. Ihre Angst vor dem Menschen, ihre Scham lässt sie fallen
und rennt in das Ort, der heißt Sichar, sagt, Leute, hört mal her. Hier ist der Mann, der mir alles gesagt hat, in Liebe und in Wahrheit. Den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Kommt doch mit zu diesem Brunnen. Das Wunder geschieht, diese Frau mit dem miserablen Ruf, also wenn dein Ruf ruiniert ist, ist nicht so schlimm. Trotzdem kann Gott dich gebrauchen, dass Menschen durch dich ihn kennenlernen. Ist nicht toll? Gott gebraucht jeden Menschen. Kommt dann zu dem Brunnen und tatsächlich die Leute kommen mit und sie kommen zu dem Brunnen und sie sagen am Ende, hier ist der Messias. Und ich bin gespannt, wie viele von uns vom Katzenstein aufbrechen, im Herzen, was wieder brennt, was vom lebendigen Wasser gefüllt ist und sagen, in Pumpershau, in Marienberg, in Niederlauterstein, genau, die Feuerwehr ist auch da, Gott sei Dank kann nichts anbrennen. Egal wo du bist, dass du da hingehst und hast eine Freiheit gewonnen und sagst, den Mann möchte ich auch, könnt ihr auch kennenlernen. Das ist der Ort, Jesus ist der Ort, wo du Gott persönlich treffen kannst. Und so segne uns Gott seiner großen Güte. Amen.
Ich lade ein dazu, dass wir beten und mit Gott persönlich sprechen. Jesus Christus, Messias, Sohn Gottes, ewiger Herr. Danke, dass du uns kennst, dass du uns dennoch lieb hast, dass du uns nicht abweist. Du kennst unsere Sehnsucht. Wir bitten dich, dass du mit deinem Frieden uns berührst, dass du auch Frieden einschenkst in die Mächtigen, die mit Gewalt ihr Recht durchsetzen wollen, was sie denken als Recht. Bring die Sehnsucht nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Sinn, nach Kraft unter Kraftlosigkeit, neuer Hoffnung in scheinbar ausweglosen Lagen. Und Geist Gottes, wir danken dir, dass heute Morgen hier am Pfingstmontag auf dem Katzenstein dein lebendiges Wasser ausschütten willst, dass niemand von uns nach Hause gehen muss, ohne erfüllt zu werden. Danke für deine große Liebe. Und so danken wir, dass wir uns in das Gebet hineingeben können, was du uns, Jesus, selber gelehrt hast. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, wir sind schon fast am Ende angelangt und ich möchte euch am Anfang eine kleine Anekdote mitgeben, die mir letzte Woche in der Schule passiert ist mit einem meiner Fünftklässler. Den habe ich nämlich gefragt, was machst du denn jetzt in deinen freien Tagen? Und da meinte er, ich muss weiter darauf achten, wie ich mein Geld züchte. Und ich so, was meinst du denn? Und er pflanzt 1- und 2-Cent-Stücke, denn der Papa sagt, Geld wächst auf Bäumen. Und er erwartet, dass dann irgendwann große Scheine rauskommen, wenn er ganz lange drauf wartet. Und ich bin so unfassbar dankbar für diese Fantasie, die vielleicht gar nicht so viel Realität hat, aber dass dieses Kind so unbeschwert aufwachsen kann in diesem tollen Land. Und ich glaube, wir können da alle super dankbar sein für dieses Privileg, das wir haben, hier zu wohnen, dass wir diese Gottesdienste feiern können, dass wir draußen sein können und uns in riesigen Massen treffen können und uns da keiner vorbeikommt, die Polizei nicht kommt und wir da auch keine Angst haben müssen. Und genauso dankbar bin ich natürlich für all die Mitarbeiter, die heute hier waren, die diesen Gottesdienst mit organisiert haben, die Brötchen geschmiert haben, die Leute, die dann euer Mittagessen, wenn ihr wollt, bereitstellen, die Band, die sich so viel Mühe gegeben hat und natürlich Gott, der das alles möglich macht mit diesem Wetter. Und ich denke, da können wir erstmal einen fetten Applaus geben an alle, die hier mitgeholfen haben. So geht hin diesen Pfingstmontag nicht im Geist der Furcht, der Sorge, sondern im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. He's our rescuer, he's our rescuer. We are free from sin forevermore. Oh, how sweet this sound, oh, how grace abounds. We will praise the Lord, our rescuer. There's good news for the captive, good news for the shamed. There's good news for the one who walks away. There's good news for the doubter, the one radiation's failed. For the good Lord
has come to seek and save. He's our rescuer. Hey! He's our rescuer. Hey! We are free from sin forevermore. Oh, how sweet the sound. Hey! Oh, how praise abounds. Hey! We will praise the Lord, our rescuer. He is beauty for the blind man, riches for the poor. He is friendship for the one the world ignores. He is pasture for the weary, rest for us who strive. Oh, the good Lord is the way, the truth, the life. Yes, the good Lord is the way, the truth, the life. He's our rescuer. Hey! He's our rescuer. Hey! We are free from sin forevermore. Oh, how sweet the sound. Hey! Oh, how praise the bounds. Hey! We will praise the Lord, our rescuer. So come and be chainless, come and be fearless, come to the foot of Calvary. There is redemption for every affliction here at the foot of Calvary.